Hallo, mein Name ist Philipp Lammer. Ich präsentiere heute bei dem Symposium, Workshop, sonstiges Playfulness Arbeiten aus den letzten 5 Jahren, die zum Thema Audio, Musik, vermischt mit Computerspielen, allen möglichen Ansätzen, dann Architektur reinzubringen. Also in gewisser Weise in diesem Rahmen bewegend werde ich 3 Projekte herzeigen, die ganz konkret sich mit diesen Themen über einen gewissen Zeitraum beschäftigt haben. Ich bin darüber zu gewissen Schlüssen gekommen, die wir vielleicht nur später in dem Vortrag diskutieren können, auch anschauen, wenn es das gibt über Netz. Also ein so ein Projekt ist zum Beispiel, da war die Voraussetzung, einen Spielhallenautomat zu modden. Die Vorgabe war ein Motorradautomat mit Lenker und da war vorher so ein 80er Jahre Motorradspiel drinnen. Ich habe daraus ein Spiel gemacht, in dem man durch ein Musikstück fährt. Das ist eine räumliche Anordnung von Musikquellen, Soundquellen. Und je nachdem, wie du die durchbewegst, wird ein Stück komponiert. Und das heißt, du bist also als User oder als Spieler in dem Sinn Komponist, aber in einem vorgefertigten Setting, nämlich dem Spiel. Das Ganze ist halt über mehrere Interfaces zugänglich, also über das bekannte Interface des Motorradlenkers. Das macht das ganz intuitiv. Gleichzeitig ist da noch ein Helm gewesen, den man aufsetzt. Der hat Kopfhörer eingebaut gehabt, ein abgedunkeltes Visier. Das heißt, das waren nur die Ohren und der Tastsinn, der Lenksinn in dem Sinn zur Verfügung. Und ja, das werde ich nachher eh präsentieren, besprechen. Und das Playfulness, wofür ist das, was ist an dem für dich interessant oder was ist der spielerische Aspekt, was reizt dich in dem? Ja, das ist sehr vielschichtig. Gibt es, glaube ich, ganz viele Aspekte, die da zum Tragen kommen, vor allem wenn man sich mit Computerspielen beschäftigt, aber auch mit Spielweisen, mit Ansätzen zu spielen, andererseits sich aber gewisse Regeln zu setzen, wie das in Spielen üblich ist, um dadurch ein schnelleres Vorankommen zu garantieren, diese Regeln aber wiederum zu brechen oder rückwirkend zu beurteilen. Und die Playfulness, die Verspieltheit, ist in dem Sinn da ein ganz zentraler Zugangspunkt von mir, um überhaupt weiterzukommen in meinen Ansätzen.